So, ja, herzlich willkommen zum achten Teil mittlerweile. Also der achte Teil ist das jetzt schon. Und jetzt kann ich euch mal sagen, wie viele Teile es gibt. Wir haben jetzt hier den achten Teil und es gibt noch drei Teile. Es gibt noch einen neunten Teil, einen zehnten Teil und einen elften Teil. Der elfte Teil hat dann 16 Filme, also einen mehr. Ich glaube, am Anfang hatte ich auch mal die Emirates mit 25. Aber es war zu viel. Aber wie gesagt, immer 15 Filme. Ja. Hier sind auch schon Filme, die ich glaube ich schon mal einzeln gezeigt habe. Aber egal, also bei diesem Fox-Video, was ich mal hatte. Und ja, mehr gibt es nicht zu quatschen. Wie gesagt, 11 Teile insgesamt. Ich warte aber jetzt nicht von 11 Teile, sondern Teil 2, 3, 4, 5, wie ich es jetzt auch schon in die vorigen Videos hatte. Und dann würde ich sagen, wir schnacken nicht lang, wir fangen an. Der Film wird euch auf jeden Fall was sagen. Der Rosenkrieg, den hatte ich, wie gesagt, schon einzeln gezeigt. Das war ja, wo ich gesagt habe, da kam ja mit Es sagt kein Wort mit Michael Douglas zusammen raus. Die sind ja beide von 20th Century Fox. Und Es sagt kein Wort ist jetzt auch beim Mediamarkt ausverkauft. Da hatte ich ja noch den Tipp gegeben, wer den noch braucht, kann sich da sichern. Und ja, die beide kamen, ich glaube, im gleichen Monat, auf jeden Fall kamen die beide auch von Fox noch raus. Erstmals auf Blu-ray mit Michael Douglas, Der Rosenkrieg und Sag kein Wort. Leider nicht Falling Down. Ah, könnte ich kotzen. Es gibt nur eine teure Out-of-Print-DVD, wo das Bild nicht so gut sein soll. Die habe ich noch nicht in der Sammlung. Auf jeden Fall, ja, habe ich ja in dem Video schon gesagt, ich weiß nicht, nach was Disney vorgeht. Also, nach was die sagen, der kommt weiterhin, der nicht. Der kommt weiterhin, der nicht. Was ist an dem Film jetzt anders, dass der weiter produziert wird und der andere halt nicht? Also sieht man ja an den gelben Kasten. Ich sah es immer wieder, aber irgendwann müssen es vielleicht die Leute wissen. Ein Fox-Film, der weiter produziert wird, erkennt ihr an diesem gelben Kasten. Da steht halt drinne, 20th Century Fox, im Vertrieb jetzt durch die Walt Disney Company. Wo steht es jetzt hier? Ja, hier ist ein bisschen Blut an meinem Finger. Da, The Walt Disney Company. Soll echt cooler Film sein, wo sie sich zwei in Zoff haben. Danny DeVito spielt noch mit. Gut, dass ich damals Sag kein Wort gekauft habe und den noch nicht, weil ich da nicht so sicher war. Aber jetzt habe ich mir den auch mal gegönnt, auch wenn der weiter produziert wird. Ja, ich habe den Club so gekauft, keine Aktion, aber ja, habe ich mir einfach dann auch mal geholt. Wie gesagt, ich habe auch viele Michael Douglas Filme. Ist auch ein cooler Schauspieler, auch wenn ich seinen Lieblingsfilm wahrscheinlich nie auf Blu-ray haben werde. Also Falling Down. Den gibt es ja in allen Ländern. Meine ich sogar auf Blu-ray, Holland, Italien, Frankreich, Spanien, USA sowieso. Ich glaube, da gibt es in Italien Digipack, alles ohne deutschen Ton. Ich habe da schon nachgeguckt. Echt schade. Also ich glaube, wenn da irgendeiner einen deutschen Ton hätte, hätte man das auch schon mitbekommen. Es wird sicherlich Bootlegs geben, aber ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich habe kein einziges Bootleg. Also bewusst in der Sammlung habe ich keins. Weil das einfach nicht, sag ich mal, meins ist. Also, ja, ich weiß, ich verstehe viele, die dann sagen, ja, ich würde den gerne auf Blu-ray. Stativ kippe ich noch um mir. Ich würde den gerne auf Blu-ray haben, aber gibt's halt nicht. Ja, kann man nicht machen. Ich hole mir vielleicht mal die DVD. Ich finde dann immer blöd, wenn es den Film nicht auf Blu-ray gibt, warum gibt es dann keine, wie soll ich sagen, keine DVD mehr zum Kaufen. Und wenn dann nur teuer gebraucht. Ich meine, eine alte DVD vor 10 bis 15 Euro finde ich viel zu teuer gebraucht. Also, ja, der Film ist wertvoll auf viel Deutsch. Einen anderen Film, was ich sage, nochmal den ersten Deadpool, den kriegt er für 1 Euro auf DVD, wenn nicht 50 Cent, weil das so Massenware ist. Auch den Film will halt jeder haben. Das ist halt ein Riesenhype. Ja, mal gucken, wie ich den finde hier. Der Rosenkrieg. Dann auch von Fox weiter produziert wurde ja der hier, Big Trouble in Little China mit Kurt Russell.
Ich kann ja kurz maulen. Ich habe mich auch noch einen Film bestellt, den habt ihr bis dahin wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe da nämlich ein Einzelvideo gemacht. Und zwar Breakdown. Habe ich mir jetzt neu sehr, sehr teuer bestellt. Gebraucht auch immer sehr, sehr teuer. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe schon viele Kurt Russell-Filme gesehen. Ja, wie gesagt, Big Trouble in Little China soll gut sein. Gab jetzt hier als Neuauflage. Aber hier, ich habe den gesehen. Wow. Den gibt es nur auf DVD in Deutschland. In den USA kam der wohl jetzt, glaube ich, auf Blu-ray raus. Wie gesagt, über anderen Händler bei Amazon, aber Versand durch Amazon meine ich. Oh. Ich habe schon gedacht, hier ist auch ein Riss. Das war echt schade. Aber nee. Hier ist so ein Kratzer. Aber wenn man das Papier verlegt, nee. Hier steht neu, Breakdown. Ja, das ist jetzt nicht hier in den Update. Hier ist noch das ganz alte FSK-Logo. Richtig geiler Film hier. Wer den noch nicht kennt. Ja, ich habe dann ein Einzelvideo gemacht. Geht's halt um so eine Truckfahrer, die entführen seine Frau und keiner hat was mitbekommen. Dann kommt ein Polizist und das ist der Truckfahrer und da sagt, er hat den noch nie gesehen. Also der ist richtig geil. Ich mache da aber ein Einzelvideo. Der Film hat es echt verdient. Ein klasse Film. Bringt dann eine Blu-ray raus. Hier, wer ist das hier? BMG. Ja, gibt es die noch? Keine Ahnung. In den USA kam der auf Blu-ray jetzt erstmals raus. Da hätten wir noch hier im Vorhof der Hölle. Mit Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman. Der war auch in der 10 vor 50 NSM-Aktion. Nicht NSM. Ist auch von 20th Century Fox mal gewesen, der Film. Haben sie, ich weiß nicht, warum die viele Filme nicht selber rausbringen auf Blu-ray. Den hatte ich hier in der 10 vor 50. Da war auch schnell weg. Also für 5 Euro NSM-Film habe ich gedacht. Sagst du mein? Dann habe ich noch mitgenommen wegen. Jim Carrey, den hatte auch mal der Filmhengst vorgestellt. Beziehungsweise ich kannte ihn schon vor, aber ich dachte, komm, den brauchst du auch mal noch für die Eddie Murphy-Sammlung. Genau, Eddie Murphy. Und ich habe Jim Carrey, ich meine natürlich Jim Carrey. Mit Ewan McGregor und Jim Carrey. Ja, hier ist er ja schwul irgendwie. Ich habe den noch nicht gesehen. Mal gucken. Da war auch in der 10 vor 50, das weiß ich. Und ja, habe ich ziemlich viele Filme aus der 10 vor 50 und ich weiß es gar nicht mehr. I love you, Philip Morris. Habe ich überhaupt schon gesagt, dass das so heißt? So, dann der letzte Teil, der mir noch gefehlt hat, von Scary Movie 4. Jetzt habe ich alle Teile. Den fünften habe ich ja ganz billig auch mal in der 10 für 50 Aktion gekauft. Teil 1, 2, 3. So, jetzt gab es eine kleine Unterbrechung. Für euch war es nur eine Sekunde. Ja, wo war ich stehen geblieben? Scary Movie 4. Was wollte ich dazu sagen? Genau, das war der letzte Teil, Teil 5. Den hatte ich mal ganz billig, den bekommt ihr hinterhergeschmissen. Den hatte ich, glaube ich, auch in der 10 vor 50 Aktion, aber den müsste ich schon vorgestellt haben, doch. Und die 3, da müsst ihr gucken, am besten ihr kauft euch die 3.5. Das ist die unzensierte Version. Ich weiß jetzt nicht, wie die, also die normale Scary Movie 3 geschnitten ist, aber da ist auch schon sehr, sehr selten. Also müsst ihr mal bei Saturn Media mal gucken, da war da noch für 5 Euro. Die 2, die geht jetzt auch out of print, also ist von Konstantin Film und die 1 sowieso. Also ich hatte damals Glück, ich hatte sogar ein extra Video gemacht, müsst ihr mal gucken, von Scary Movie, da hatte ich den in Saturn noch bekommen, über einen Online-Shop. Da hatte ich echt noch Glück gehabt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Da gucke ich mir jetzt mal endlich mal alle Teile an. Jetzt habe ich endlich alle 5 Teile. Ich glaube, ein sechster Teil kommt da auch nicht. Ah gut, bei Scream hätte ich auch nie gedacht, dass da mal noch ein fünfter kommt. Ja, aber machen wir weiter. Machen wir hier weiter. NSM, da war auch von der 10 für 50. Also ich habe fast hier die ganzen 10 für 50 drinne, obwohl ich es gar nicht wollte. Ja, Underground Werewolf. Sagte mir ja nicht, ich habe nur den NSM. MGM, ja, nehme ich mal mit. Kann ich jetzt überhaupt nicht zu sagen. Geht auch sehr kurz, 78 Minuten ungeschnitten. Nett anzusehen hier. Die Bubis. Ja, dann ein Film mit Kevin Costner und Gene Hackman. Irgendwie Gene Hackman mag ich irgendwie auch sehr. Also den gucke ich irgendwie auch sehr gerne. Oh, der war, glaube ich, auch von der 10 für 50. Ich bin jetzt nicht sicher. Oder 6 für 30, irgendwas. Da ist auch von MGM mal gewesen. Jetzt kam jetzt von Koch Media.
Also da muss schon lange draußen sind, weil Koch Media gibt es ja nicht mehr, es ist ja Koch Films. Ja, kann ich auch nichts zu sagen. Dann, oh, es geht schon wieder weiter. Ich hätte doch ein Video machen müssen. Nicolas Cage. The Watcher. Auch in der 10 für 50, das weiß ich noch. Wo das schon ein bisschen her ist, wo die war. Das ist nicht die Auktion vom Dezember, wo ich die gemacht habe. Aber der hat mich irgendwie immer schon so interessiert, wollte ich aber nie viel Geld. 10 Euro waren mir da auch zu viel. Ja, jetzt für 5 Euro gekauft. Ich dachte, der ist so ein bisschen wie Motel. Kennt ihr den? Motel? Mit Kate Beckinsale. Der ist richtig geil. Da gibt es auch einen zweiten. Was die Vorgeschichte ist, den gibt es nur auf DVD. Habe ich aber noch nicht. Soll auch nicht so gut sein. Ja, ich dachte, das ist so ähnlich. Mal gucken. Also, so viel Filme, wie ich mit denen hätte, hätte ich wirklich ein Einzelvideo machen können. Und jetzt, wo es mir einfällt, ich habe sogar noch einen Film. Coraline's Mandoline. Ich weiß gar nicht, ist der hier dabei? Den hatte ich doch auch noch. Oder hatte ich den schon gezeigt? Nee, noch nicht. So, dann machen wir weiter. Halbe Brüder, den habe ich. Den wollte ich mir damals mal zum Release holen, weil ich den anderen Film gut fand. Wie hieß denn der? Da sieht, du hattest schon mal einen Film. Ah, ich weiß es jetzt nicht. Der hatte. Ach, Blutsbrüders, genau. Der war richtig cool. Da lief damals auch im Kino. Wollte ich damals sogar ins Kino gehen, aber hab's dann irgendwie. Ich glaube, da lief nicht irgendwie. Ja, dann kam der Film. Den wollte ich damals immer zum Release. War teuer, 18 Euro. Jetzt habe ich den bei Medimops neu bekommen. Da schlage ich öfters mal zu, wie gebraucht, sehr gut. Neu, vor 4 Euro. Ja, gucke ich mir mal an. Halbe Brüder. Da habe ich mir noch einen Film geholt, und zwar Dragonheart, die Kraft des Feuers. Das müsste der dritte oder vierte sein. Ich habe mir ja den ersten geholt. Ja. Es gibt fünf, oder? Fünf Teile. Teil 2 gibt es noch nicht auf Blu-ray als Einzel-MOA. Es gibt aber eine Box, wo die fünf Filme drin sind. Schade, dass es den nicht einzeln gibt. Weil ich hatte Teil 1 schon einzeln. Klar hätte man sich die Box holen können. Ich mag es aber wirklich lieber so. Ich mache auch mal Ausnahmen, wenn zwei Filme sind oder drei Filme, wenn es auch abgeschlossen ist. Bei Dragonheart weiß man es noch nicht. Aber die sind alle von Universal rausgekommen. Das hat mich gewundert, weil meistens immer so ist. Der erste immer vom großen Label. Und der nächste dann nicht. Ja, den habe ich jetzt hier für 5 Euro. Ich hatte mir den auch wirklich im Müller gekauft. Ist auch schon, boah, länger, ja. Den gucke ich mir irgendwann mal an. Aber es wird noch dauern, weil ich ja auch den zweiten dann noch sehen muss, bevor ich den sehe. Und es geht weiter. Ich glaub's nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Ohne Scheiß. Ich hab das nicht mehr gewusst oder auch nicht geplant, weil ich die Filme alle gesammelt hab. Es ist schon mit der Nicolas Cage dabei. Ich bin kein Fan. Ich bin kein Fan. Ohne Scheiß. Ich bin wirklich kein Fan. Wer die anderen Teile geguckt hat, ich hatte schon. Ich hätte ein eigenes Video machen können. Also. Das ist nicht gewollt gewesen. Und zwar Deadfall. Der hatte mich da, schon länger interessiert, aber ich glaube. Mit Nicolas Cage, er spielt hier nicht die Hauptrolle. War auch in der 10 für 50. Kann man nicht meckern. Auch wieder so eine scheiß Schrumpelfolie. Ja, der Problem ist, man sieht es jetzt nicht so, aber dadurch knarrt das Cover immer so. Ich weiß nicht. Entweder bilde ich mir das ein oder ist nicht schön. Ja, hier von NSM. Deadfall. Dann haben wir noch Hours. Mit Paul Walker, da fehlte mir noch in der Paul Walker-Sammlung. Ein Film, den ich auch damals ausgeliehen habe wegen Paul Walker, da lief nicht im Kino, da wurde sehr, sehr gut bewertet. Ich fand den damals nicht ganz so gut, weil es halt ein bisschen eintönig ist. Er ist halt an das, er kriegt ein neugeborenes Kind, meine ich. Und da fällt irgendwie der Strom aus, da muss immer kurbeln, dann kommen noch Einbrecher. So war das, meine ich. Ja, jetzt habe ich den auch hier für 3,41 € bestellt. Kann man nicht meckern. Aber wer den anderen Film noch nicht kennt mit ihm, Running Scared oder Scared, richtig geil. Der ist top. Ist auch so unbekannt außerhalb von Fast and Furious. Ja, hier brauche ich nichts zu sagen. Die habe ich mir für 4 Euro genommen. Und zwar hier schon die Hülle kaputt mit Dolph Lundgren. Der heißt ja gar nicht Demon Hunter. Der hieß irgendwie anders. Ich weiß jetzt gar nicht mehr.
Demon Hunter auf Deutsch. Ja, für 4 €, ja, es ist absoluter Trash. Eine Trash-Granate. Da habe ich hier noch den. Aber die habe ich beide schon vorgestellt. Brauche ich auch nicht wieder viel sagen. Könnt ihr euch das Einzelvideo angucken. Das Out-of-Print-Film. Habe ich damals auch meine Videothek ausgeliehen. Bear war nicht schlecht. Ist eher so ein kleinerer Indie-Film. Habe ich auch noch neu bekommen. Über Medimobs. Habe ich öfters mal Glück, weil ich immer mal gucke, ob die Filme auf der Merkliste habe. Und dann, jo, ist neu drin und bestell. Keine Ahnung, ob da immer welche die neu verkaufen. Ja, war nicht schlecht, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und dann auch ein Out-of-Print-Film, den kann man noch über Amazon bekommen. Die Kehrseite der Medaille. Ist ja auch mit, ja, keinem bekannten Darsteller. Ist von Concord, da gehen auch immer mehr Out-of-Print, weil die sich irgendwie mit Universum-Filmen zusammengetan haben. So, Freunde, das war das, achte Teil, das müsste der achte Teil sein. Das war der achte Teil. Ich habe jetzt noch 3 Teile vor mir, die drehe ich dann aber nicht mehr heute. Und die werde dann, wie gesagt, jeden Tag kommt so ein Video. Ich hau die jetzt raus, weil es halt die 100. Folge ist, ist mir egal. Sind halt 11 Teile, 11 Mal hintereinander, jeden Tag ein Video. Ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.